Hallo Freunde, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wir backen heute eine Hochzeitstorte. Ich habe actually keinen Plan, warum. Mit dabei ist Philo und hinter der Kamera ist Henke. Ich habe das bei Joey's Jungle gesehen und da ging immer alles schief. Deswegen dachte ich, machen wir das heute auch und versuchen es besser zu machen. Du glaubst, bei uns geht nicht alles schief, ne? Nee, ich glaube, okay. Es wird. Ich glaube, wir sollten als erstes mit diesem Biskuitboden hier anfangen, weil der muss 40 Minuten baken. Philo, wir brauchen 6 Eier, Größe M, Raumtemperatur. Okay, okay. Bro, du fucking Bro, bist du dumm? Bro, ich weiß nicht, warum das passiert. War das mit Absicht? Nein, das war for real nicht mit Absicht. Bro, bist du dumm, Alter. Jetzt brauchen wir 220 Gramm Zucker. Das ist scheiße viel Zucker. Warte mal, hier steht gar nichts mit Zucker. Eier in der Küchenmaschine mit dem Salz für eine Minute auf höchster Geschwindigkeit aufschlagen, dann den Zucker zügig einlaufen lassen. Du, dann war's wieder meine Schuld. Ist scheißegal, wir machen jetzt einfach in einer anderen Reihenfolge. Ich meine, die Welt würde jetzt nicht untergehen, weil der Zucker jetzt schon früher drin ist. Ey, lass uns das einfach skippen und die Scheiße hier fressen. Das macht doch gar keinen Unterschied mehr. Das ist das erste Mal, dass ich eine Küchenmaschine benutze. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Kevin, ich will ja, ey, I don't wanna be that guy, aber ich glaube, da muss was in dem Zeug drin sein, das action umrührt. Das hier, das hier. So ein Mixer, ja. Ja, baby. Oh! Guck, 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 wie sich das bewegt. Bro, das ist ja übelst dope. Wow. Okay, während das Ganze in der Küchenmaschine verarbeitet wird, können wir den Zucker zügig einlaufen lassen. Okay, haben wir erledigt. Und wir müssen unseren Dick cremig aufschlagen. Der Aal ist fertig. Boah, Junge, das ist halt wirklich gut geworden. Wir müssen jetzt Mehl und Backpulver ändern. Einer von uns muss es jetzt rühren und der andere muss es langsam reinmachen. Willst du es rühren oder willst du es langsam reinmachen? Ich will's. Ich will es langsam reinmachen, Mann. Bitte mach ich okay, mir auch. Okay, Alter. Ja, fang an zu rühren. Schön. Schön, Fati. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir das Ganze in einen Tortenring geben, ein wenig glatt streichen und in den vorgeheizten Backofen geben. Das habe ich auch gerade schon gemacht. Der Ofen ist auf 175 Grad. Wo haben wir denn Backpapier? Abonniert den Scheißkanal. Okay, wir machen 2 Etagen. Wir machen das hier als Boden und dann machen wir noch mal eine kleinere als da drüber. Bro, warum? Das ist so unsatisfying. Warum ist hier einfach so ein Messer drin? Weiß ich nicht. Wir müssen erst gucken, ob die noch gut ist. Ja, die ist noch gut. Oh, Mist, Kotzübel. Wie viel muss da rein? Oh, da muss gar nichts rein. Die ist zum Einfassen. Ach so. Ey, wir sollten wirklich eine fucking Konditorei aufmachen. Ich glaube, die würden gut gekauft werden. So, jetzt müssen wir hier den Boden reingießen. Bro! Oh mein Gott! Ich habe manchmal das Ding, dass ich vergesse, meine Hände zu waschen, wenn ich auf Klo war. Ja? Hm. Wirklich? Ja. Okay. Felix, kannst du noch ein bisschen mehr Cream hier reingießen? Ja. Also mir wurde gesagt, dass wir jetzt einfach dieses Backpapier hier auslegen, dann diese Form hier drauf. Jetzt gießen wir das hier einfach rein und Boah. Das muss funktionieren. Gott, es mockt so krass nach Eierwichse. Wie bist du lebensfähig einmal? Sag mal schnell. Weiß ich auch nicht, Digga. Es ist schwierig. Ja, blech. Okay, Freunde, wir haben jetzt beide Etagen fertig gemacht. Die kommen jetzt in den Ofen, müssen 40 Minuten backen und dann hoffen wir, dass das Ganze nicht schief läuft, weil das hier ist wirklich nicht so gut befestigt. Freunde, während im Ofen gerade unser Boden backt, wollte ich euch kurz was vorstellen und zwar HelloFresh, was im Gegensatz zu unserem Kuchen auch schmeckt. Ihr habt keinen Bock einkaufen zu gehen oder keine Zeit oder was auch immer. Da ist HelloFresh perfekt. Die schicken euch alle Sachen nach Hause. Es kommt dann ungefähr in so einer Box hier an. Alles ist so nachhaltig, wie es nur geht. Eine klimaneutrale Lieferung, das heißt, es ist perfekt für die Umwelt. Und das Einzige, was ihr zu Hause braucht, ist Wasser, Öl, Salz, Pfeffer, die Dinge, die jeder hat. Und ihr könnt komplett auswählen, ob ihr jetzt vegetarisch, Fleisch oder ausgewogen essen wollt. Die schicken euch dann die perfekten Rezepte. Ihr könnt aber auch direkt auswählen, was ihr genau haben wollt. Und Freunde, wir haben sogar gerade ein Rezept gekocht, und zwar die Spätzle Birnenpfanne mit Camembert, die sehr, sehr krass hier aussieht. Ich habe tatsächlich noch nicht probiert. Boah, das ist krass, Digga. Das esse ich safe auf, Mann. Also, Freunde, wenn ihr Bock habt, einfach für euch selber geil zu kochen, für eure Familie, mal eure Mutti ein bisschen überraschen, dann könnt ihr jetzt bestellen. Die ersten 4 Boxen gibt's mit einem fetten Rabatt. Und zwar, wenn ihr diesen Code hier verwendet, HFDOMO, könnt ihr auf die ersten 4 Boxen 80 Euro sparen. Und bei der ersten Box gibt's auch noch kostenlosen Versand für euch. Und für meine Schweizer Arzen gibt's 140 Franken auf die ersten 4 Boxen. Geisteskrank. Also, Freunde, checkt das Ganze aus. Erster Link in der Beschreibung. Weiter geht's mit der Buttercreme. Wir müssen die Milch aufkochen und dann das Puddingpulver, Zucker und Eigelb mit reinmachen. Digga, das ist halt legit einfach straight up Pudding. Schmeckt es gut? Schmeckt nur scheiße. Das Puddingpulver mit dem Zucker und dem Eigelb verrühren. Da fehlen 100 Gramm Zucker. Da drin jetzt? Ja. Na gut. Wollen wir einfach weglassen? Das ist eine Low-Carb-Hochzeitstorte einfach. Ja, lass weg. Scheiß drauf. Juckt. Oh, chill. Was ist damit nun? Ach, das muss auch noch rein. Vanille-Extrakt.
Fehlt einfach alles. Wir brauchen einen Millispoon. I don't know, mach einfach rein, ja. Was soll passieren? Yo, chill nicht! Bro! Was denn, Vanilleextrakt? Bro, da bringt doch nicht die ganze Packung, Alter. Ist das heftig oder da was? Da kommen so einzelne Tropfen rein. Das sieht gut aus. Das sieht richtig scheiße aus. Sieht man das on Cam? Es sieht aus wie Durchfall jetzt. Okay, 40 Minuten sind um. Wir nehmen das Ding jetzt aus dem Ofen. Ich habe Angst, dass es richtig scheiße geworden ist, aber wir gucken einfach mal. Ja, ist halt. Ja, ist halt ein Kuchen, ne? Ja. Bad ist es nicht. Okay, es kann jetzt sein, dass wir alles ruinieren, ne? Ja, deswegen, ich würde es vielleicht sogar nicht machen. Bro, ich habe das Messer jetzt schon 3 cm drin. Du kannst es nicht callen. Lass es nicht machen. Das sind 3 cm? Ey, aber an 3 cm ist nicht schlimm. Nein. Das ist vollkommen in Ordnung. Groß genug. Der ist auch scheiße leicht. Das ist ein Hybridmodell. Okay, wirf mal her. Mach so einen Druck hoch. Ja. Okay, strong. Boah, der kann was. Der kann was, der Kuchen. Wollen wir damit auch noch gucken, wie weit wir werfen können? Ist das ein Ei? Ja. Ja, okay. Was ist das sonst? Easy, mach zurück. What the fucking idiot, Alter. Holy shit, warum? Das ist wirklich einfach nur dumm gewesen. Ey, du hast gesagt, du machst sauber, falls was schief geht, Kevin. Nee, Re-Rap, das ist unverantwortlich und das kann ich nicht unterstützen. Ich weiß nicht warum, aber der Pudding wird nicht fest, deswegen nehmen wir den jetzt einfach so wabbelig und machen ihn einfach drauf. Ja, safe. Scheiß drauf. Ja. Felix, willst du es langsam drauf machen? Ja, safe. Schön, schön, schön. So, jetzt kommt die zweite Schicht drauf. So. Das ist ein Burger, Alter. Okay. Es sieht so beschissen aus. Ey, alles Gute zum Hochzeitstag. Wir brauchen die nächste Schicht. Felix, ja, ich bin so wir brauchen den Pudding. Der muss jetzt auch über das Große hier drüber laufen. Oh ja, das wäre geil. Ja, das machen wir. Oh ja, guck mal, oh. Das ist wie auf Insta. Boah. Ey, no joke, ich sag ganz ehrlich, wenn ich heiraten würde und ich würde die Torte bekommen, ich würde mich freuen. Ich finde, der sieht schon sehr nice aus. Ja. Da kann man nicht mehr viel verbessern, meinst du? Wir werden es auch trotzdem hinbekommen. Wir werden jetzt Marzipan drauf machen. Stark, stark. Zieh einfach ab. Kennst du diesen Trick, wenn man so schnell abzieht? Ja, mach's einfach schnell. Aber ey! Ja, hast recht. Das war eine richtig gute Idee. Es hat geklappt, es muss jetzt sofort bei der Hand runter. War gut. Bro! So, warte, guck mal, jetzt machen wir hier einfach so diesen. Ja, clean. Ich meine es halt tot ernst, du musst halt dafür Leute bezahlen, damit die das essen. Hat auch nicht zu knapp. Junge, das rettet alles. Ist auch schon abgelaufen leider, deswegen können wir es ruhig mindestens wegschmeißen. Oh, wir haben noch Marmelade. Felix, warum ist da eine Gurke drin? Das ist keine Gurke, das ist eine Karotte. Das ist die Tamaluga Arktos-Torte, Alter. Vitamine und Nachschub. Okay, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir brauchen einen Teller. Bro, sag ehrlich, sieht nicht schlecht aus. Ey, von hier sieht's geil aus. Guck mal, aus diesem Blickwinkel ist wirklich gut. Der ist wirklich nicht bad. Cheers. Hammer. Ich glaub, Felix hat in deinem Leben noch nie zuvor Kuchen gegessen. Ja, wirklich top. Wenn du jetzt ein Bäcker wärst, ja? Und das ist wirklich nicht gut, Alter. Wenn du jetzt mein Bäcker wärst, was würdest du dafür ausgeben?